Was für ein Glück, ja, ja, immer wieder. Wie überaus freundlich. Ich glaube, die jungen Leute, ja, ja. Wenn du etwas Zeit finden würdest, ich würde alles tun für eine Flasche saures Tonic. Man bekommt es in vielen Läden. Es ist mein Lieblingsgetränk. Das zischt mir so richtig ins Hirn, in der Tat. Hol mir doch ein eisgekühltes. Ich bin schon am Verdursten. Ich hab dein Wort, junger Freund. Saures Tonic. Eisgekühlt. Ich hoffe, das sollen wir nicht herstellen. Sehr unwahrscheinlich. Vielleicht haben wir sowas sogar noch. Ich kann mich da irgendwie so dunkel an saures Tonic in meinem Inventar erinnern. Ich hoffe es. Also dem Laden gibt es jedenfalls nicht. Deshalb... So, wir lagern jetzt nochmal ein Cooperblatt. Nee, danke. Und wir nehmen nochmal... Das nehmen wir mit. Wo ist saures Tonic? Komm schon, 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 komm schon. Sieht nicht... Ah ja, geil. Krass. Ich dachte fast schon, wir haben doch nichts. Naja. Aber ich finde es jedenfalls interessant, auch die Sachen jetzt korrigieren zu müssen. Ich bin meistens jetzt dafür verantwortlich, die Programmierungsaufgaben zu übernehmen. Was mehr oder weniger cool ist. Programmieren zu durchblicken ist halt meistens irgendwie ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, wer das kennt. Jeder, der selbst schon mal programmiert hat, weiß, in einem Programm Fehler zu finden, ist eigentlich die Hauptarbeit. Dementsprechend ist das Korrigieren von Programmen meistens ein bisschen doof. Beißende Piranhas, Mario, du bist ein Heiliger. Genau das wollte ich haben. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit und Großzügigkeit. Ist nicht so, als würde das schon ungefähr... Wie lange in meinem Inventar rumgammeln? Bestimmt schon 2 Monate da im Lager rumliegen. Ist bestimmt nicht gekühlt worden, aber gut. Was für ein Glück. Ich hörte es flüstern, dass am Sternschnuppengipfel eine wunderschöne Wahrsagerin leben soll. Also würdest du... Ich möchte, dass du zu ihr gehst und sie um ein Autogramm bittest. Ich bin zu schüchtern. Lauf schon, los. Ich kann es kaum erwarten. Versprichst du mir, dich zu beeilen? Ja, ja. Immer wieder. Laufbursche spielen macht Spaß. Aber, ja, ich finde es auch ein bisschen seltsam gelöst mit den Belohnungen, muss ich sagen. Weil, dass man immer nur eine Münze bekommt und dann danach, wenn man ein paar Missionen hinter sich hat, halt 3 Sternensplitter. Ist ein bisschen seltsam, oder? Also, ist eine sehr ungleiche Verteilung. Haben die das extra gemacht, damit Leute sich nach den ersten 2 Missionen denken, nee, ich habe keinen Bock mehr und die Quest lassen? Und dann die Leute belohnen... die auch tatsächlich für eine Münze bereit sind, weiter zu questen. Weil eigentlich ist es ja schon so, man questet ja nicht unbedingt für die Belohnung, man questet ja auch gerne, weil man die Quests gerne gequestet hat. Questen, questen. Schrecklich, ne? Ja, wenn ich so darüber rede, dann komme ich mir immer so vor, dass ich eigentlich auch ein übelster WoW-Suchti sein könnte, aber zum Glück hat sich das bei mir nie ergeben. Ich hatte tatsächlich mal einen Kumpel, der angefangen hat, das zu spielen und mich auch davon überzeugen wollte. Meine Mutter hat in Tränen mich darum gebeten, nicht mit WoW anzufangen. Lustig, oder? Ja, das meine Mutter wusste das. Also über WoW war ja so ziemlich das erste Spiel, wo man kollektiv Bescheid wusste, wo Volksaufklärungen gemacht wurden über Sucht und was auch immer. Und ja, meine Mutter hat mich so tatsächlich davon abgehalten, es zu spielen. Aber auch die Tatsache, dass ich mit so richtig weitläufigen Spielen am Anfang... Ach, was mache ich hier überhaupt? Tut mir leid. Mit so richtig weitläufigen Spielen kann ich am Anfang meistens nicht so viel anfangen. Ja, wenn ich kein Ende sehe. Aber nichtsdestotrotz würde ich nicht ausschließen, dass wenn so ein Spiel dich dann einmal hat, dass du dann auch wirklich, joa, viel weitermachst damit. So, hier hinten gab's doch, oder? Hä, was ist denn hier? Ne, hier ist eigentlich gar nichts, ist hier. Das hier war auf jeden Fall der falsche Sternschnuppengipfelabschnitt. Und die meisten von euch haben sich schon direkt in dem Moment, wo ich da lang gehen wollte, gedacht, nein, du gehst falsch, tu es nicht. Und ich hab's trotzdem getan. Haha. Könnt mich mal. So, Oh, Mario. Hallo, Mario. Sieh an. Hallo, ist egal. Es ist ein wenig zu eng hier, um in die Zukunft zu blicken. Möchtest du meine Dienste in Anspruch nehmen? Es hört sich immer noch falsch an. Sprich bitte von der anderen Seite des Tisches aus mit mir. Vor allem, weil sie davor sagt, es ist zu eng hier, um... Ach, egal. Wie bitte? Du willst ein Autogramm? Das glaube ich nicht. Bist du dir sicher, dass du mit der richtigen Person sprichst?
Bist du sicher? Nun, das ist das erste Mal. Was soll ich tun? Auch das hört sich falsch an. Irgendwas haben die hier mit dieser... Also irgendjemand Komisches hat die programmiert, ich weiß es auch nicht. Ah, natürlich. Ich will ja nicht irgendwie zickig wirken, aber ich gebe dir mein Autogramm nur unter einer Bedingung. Und auch das hört sich falsch an. Nur ein kleiner Gefallen. Ich möchte, dass du meine Zwillingsschwester besuchst und dir von ihr eine Kristallkugel geben lässt. Du findest sie in einer Seitenstraße im staubtrockenen Vorposten. Ihr Name ist Merle. Nun, Mario, würdest du das tun? Also zum einen freut sie sich, dass es das erste Mal ist, dass sie ein Autogramm geben darf. Und zum anderen will sie eine Bedingung, damit sie einem das Autogramm gibt. Das ist irgendwie... Ich bin der berühmte Merlo vom Sternschnuppengipfel. Hast du ein paar Sternsplitter? Ich würde meine Orden eintauschen. Welche Orden hättest du gerne? So, wie viele Sternsplitter haben wir denn? 35. Da können wir gleich mal die Liste nach unten durchscrollen. Kraft plus. Erhöht Sprung- und Hammerangriffskraft um 1. What the fuck? Ich glaube, den holen wir uns sogar, oder? Oder holen wir uns Geld? Er hält doppelt so viele Münzen wie sonst. Also es ist eigentlich auch... Also Münzen sind halt schon sehr lukrativ. Ich glaube, wir holen Geld. Ja. Immer alles für das Geld. 7 OP. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hätte ich mir das vielleicht vorher durchlesen sollen? Ja, hätte ich. Guckt euch das an. Moment. 7. 7 Ordenpunkte. Ach du Scheiße. Na gut. Wir haben KP Plus an, wir haben einen BP Plus an. Ich würde sagen, tschüss und tschüss. Gibt's jetzt noch was wir ablegen können für 1? Na gut, wir können den Anti-V-Hieb wieder gegen den Power Hour tauschen und dann. Ja. Damit sind wir jetzt zwar wieder ein bisschen schlecht ausgerüstet, so rein von KP und BP, aber. Und das muss man auch ganz klar sehen. Wir kriegen jetzt jeden Kampf doppelt so viele Münzen. Das ist ziemlich geil. Also da kann man eigentlich nichts sagen, weil Münzen erhalten unsere Items am Leben. Und die Items werden wir bei diversen Bossen mit Sicherheit noch brauchen. Dementsprechend bin ich schon relativ glücklich darüber. Ja. Und jetzt stellt euch vor, man muss das Ganze hier ohne die Röhren machen, mit denen man Bereiche skippen kann. Du würdest kaputt gehen, immer wieder durch die staubtrockene Wüste laufen zu müssen. Immer wieder zurück und dann nur um von dem Opa eine Münze zu bekommen, das wäre schon... Wäre ein hartes Brot, muss man ganz klar sagen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja genau, also das mit WoW, das ist für mich halt dann immer so ein bisschen schwierig gewesen, weil es so weitläufig ist. Und deshalb bin ich da eigentlich nie reingekommen, also... Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass meine Mutter mich davon abgehalten hat. Muss man tatsächlich mal sagen. Also ich bin froh, dass ich nicht wirklich von irgendeinem Spiel abhängig geworden bin. Gut, bei Mario Kart ist halt so die Sache, das könnte man fast schon in diese Richtung einordnen. Aber auch eben nur fast. Okay, jetzt bin ich wieder falsch gegangen. Das werde ich nicht mehr lernen, glaube ich. Also eine ganze Zeit lang hätte man das bestimmt von mir, so... behaupten können, dass ich süchtig nach dem Spiel bin. Auf der anderen Seite hat man recht schnell gesehen, wo ich dann nicht mehr so viel Zeit hatte. Ich habe das Spiel beiseite gelegt. Und das ist, finde ich, ja, erstaunlich und trotzdem immer wieder cool zu sehen, dass es halt Spiele gibt, die dir so viel Spaß machen können, dass du sie ewig spielen kannst, aber trotzdem nicht abhängig wirst davon. Das ist... Und ich will... Ja, ich will auf keinen Fall beschreiten, dass es Leute gibt, die tatsächlich abhängig sind von manchen Spielen. Meine ältere Schwester, mehr lieblich. Was will sie denn? Ah, oh, ich verstehe. Ah, sieh an. So. Oho. Okay. Bring das bitte mehr lieblich mit Grüßen von ihrer Schwester Merle. Kristallkugel. Eine wertvolle Kristallkugel bringen sie zu mehr lieblich. Jo. Okay. Und damit gehen wir wieder einmal zum Sternschnuppengipfel. Ich weiß gar nicht, nervt es euch, wenn ich so lange Queste hintereinander, oder ist es in Ordnung? Weil, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr statisch wirkt, teilweise das LP dann. Und ich kenne es von mir selbst. Ich habe ja in letzter Zeit dann, wie gesagt, eigentlich nur ein bisschen LPs geschaut.
Und wenn da ein LP dabei war, was storymäßig nicht so wirklich voranging oder halt sehr schleppend war, dann... Ja, ist so eine Sache. Wenn ich viel Zeit habe, gucke ich mir gerne auch schleppende LPs an. Aber wenn ich wenig Zeit habe, gucke ich mir gerne schnelle LPs an. Ich denke, das kann man so relativ gut zusammenfassen. Ja, weil wenn du nicht viel Zeit hast und dann nur ein Video gucken kannst, dann aber das ja, Gefühl hast, in dem einen Video ist quasi nichts passiert, dann bist du A, verleitet, ein neues zu gucken, und wenn du dich disziplinieren kannst, dann nicht ein neues zu gucken, dann bist du irgendwie traurig, weil du nichts gemacht hast, so ungefähr, weil das dann nicht wirklich, ja, wie irgendein Fortschritt vorkommt. Aber ich bin schon so ein Mensch, der braucht so ein bisschen Fortschritt, der muss sich immer ein bisschen vorgaukeln, dass er Fortschritt gemacht hat und daran sich auch hochhangeln. Ah, sieh an, Mario. Und wenig Zukunft. Möchtest du Dienste? Nein, möchte ich nicht. Nimm deine Kristallkugel und steck sie dir sonst wo hin. Oh, merci, danke. Ich weiß das zu schätzen. Und hier hast du mein Autogramm, wie versprochen. Eines Tages wird es sehr viel wert sein. Das kann man auch nur so halb lesen. Sieht so aus, als... Nee, es wird ein H sein hinten. Aber wo ist das L? Das L müsste irgendwie groß sein. Naja. Ein Autogramm von meinem Liebling. Ich bringe es zu Mekupalem. Jo. Und damit haben wir dann wieder eine Questreihe halbwegs abgehakt. Aber so Questreihen sind ja relativ beliebt, wo man dann von A nach B, von B nach C, von C nach B und von B wieder nach A gehen muss. Also so eine... Ja, wie kann man es am besten beschreiben? Ich suche gerade einen Vergleich. So eine Art Matroschka, ja, wenn du die öffnest und wieder zusammensetzt, dass du immer... Ich muss kurz ans Telefon. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe irgendwas erzählt von wegen Matroschka-Puppen, glaube ich, und wir waren auf dem Weg zu Mekupalem. Ja, diese Quest-Aufbau gibt's ja meistens so ein bisschen als Matroschka-Version. Du baust alles zusammen und dann baust du alles wieder von unten ab. Gibt's natürlich auch einfach als lineare Kette, dass du von A nach B nach C nach D und am Ende kriegst du irgendwas als Belohnung. Andersrum macht's natürlich irgendwie mehr Sinn, weil die Leute, die dich am Anfang was zu Questen gegeben haben, die wollen dir natürlich auch eine Belohnung geben oder sollen, und dementsprechend wäre es sinnvoller, wenn du bei denen irgendwann vorbeikommst. Also ist das eigentlich quasi so die, ja, beste Möglichkeit, eine Quest aufzuziehen. Autogramm. Springende Lavaknospen, wie machst du das bloß? Oh Mann, welche zarte Handschrift. Wie sie wohl aussieht. Ich meine, ich mag dieses Autogramm. Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, nur keine falsche... Ja. Für eine Münze wäre wieder gern. Ja. Oh, wie war's, Freund? Ich glaube, die Jungen... Nun denn, junger Freund, normalerweise, aber ich bin nicht mehr so gut zu Fuß wie früher. Daher habe ich nicht mehr so viel Kontakt zur Außenwelt. Eine Zeitung wäre sicher das Beste, um mich auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Würdest du die Todd Town News für mich lesen? Du könntest mir dann all denn die Neuigkeiten berichten. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Und vergiss ja nicht die Klatschspalten, ja? Bitte beeile dich. Mich dürstet es nach Wissen. Versprochen? Mich dürstet nach Wissen, hat er eigentlich gesagt. Ist das überhaupt ein Satz? Ich weiß es nicht. Naja. Ja. Was gab's noch, was ich dazu zu sagen wollte? Ja, was ich, zu vorherigen Ausführungen sagen wollte. Ich habe ja irgendwann mal angefangen mit dem Unijob und so. Ist zwar relativ viel Stress, aber ich muss sagen, ich bin aktuell relativ glücklich, weil, neben dem Stress, den man dann doch hat, hat man ab und zu mal kurze Ruhephasen und die sind cool. Und auf der anderen Seite muss man sich auch einfach immer vorstellen, ich gebe nebenbei immer noch ein bisschen Nachhilfe, da will ich natürlich mit dem Job dann langsam runterfahren. Hab jetzt auch noch 2 Schüler, wenn ich die nicht mehr haben werde, werde ich wahrscheinlich keine Nachhilfe mehr machen, solange ich diese Uni-Jobs habe. Ja, es ist einfach cool zu wissen, dass man ein monatliches Einkommen hat als Student. Das muss man auch erstmal, ich meine, ja, es würde nicht zum Leben reichen. Das auf keinen Fall. Wo kriegt denn hier die Todd Town News her? Gab's hier nicht irgendwo so einen Zeitungskasten oder so? Oder vielleicht ist der Post? Jetzt werden die. Jetzt wird es schon alles tricky hier. Das ist. Ach, hier. Ah, ja. Todd Town News. Shy Guy Invasion. Brutale plündernde Plagen.
Eine Bande skurriler Scheigeis hält Todd Town in Atem. Die Bewohner fürchten um ihr Hab und Gut. Die Vorfälle sind zu zahlreich, um hier alle aufzuführen. Überflüssig zu erwähnen, dass höchste Vorsicht gebeten wird. Es ist noch unklar, wo sich die Scheigeis verstecken. Wir halten sie auf dem Laufenden. News der Gerechten. Wie viele Koopa Troopers wurden eigentlich schon von Mario besiegt? Es ist eine Schande, ein anonymer Koopa. Ja, und trotzdem sind wir hier gut Freunde mit allen Koopas. Springen auf ihre Panzer, ohne dass es irgendwas mit ihnen macht. Aber es ist nett, dass sie hier auf der Rückseite der News nochmal so Geheimspalten haben. Das gibt's übrigens auch im Nachfolger, das haben sie sich beibehalten. Aber die Idee finde ich einfach cool. Ja, so eine Art Schwarzmarkt auf der Rückseite vom News-Schild. Ja, so richtig Schwarzmarkt ist es ja nicht, aber naja. Ist egal. Ist auf jeden Fall ein nettes kleines Feature. Habe ich jetzt noch nicht vorgelesen. Würde natürlich immer ein bisschen themenbezogen sein, diese News. Das ist halt auch ein bisschen schade. Wenn man wirklich alles von dem Spiel mitnehmen will, dann muss man sich in jedem Kapitel ungefähr alle Dialoge nochmal anhören. Und ich glaube, so ausführlich wollen wir das Ganze dann doch nicht machen. Wir sind zufrieden, wenn wir alles questen können und dann passt es. Krabbelnder Käfer, wie schön Glanz und Gloria. Ah, so sieht es also in der Welt aus. Es klingt zwar alles ein wenig dubios, aber die Welt ist ein verrückter Ort. Ich muss es wissen. Es tut gut, ein wenig Einblick in die derzeitige Sprache, in den derzeitigen Sprachgebrauch zu bekommen. Ich hatte schon Probleme, die Jugend zu verstehen, aber jetzt bin ich wieder hip. Wenn es darum geht, einem alten Koopa so viel Gefallen zu tun, bist du ein wahres Vorbild. Diesmal sollst du etwas ganz Besonderes haben, aber bereits keinen Ruf zu verlieren. Oh, nur keine falsche Beleidigung. Das 3-Sternen-Splitter, hey. Was für ein Glück. Ja, natürlich. Wie überaus freundlich. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind noch nicht so übel, wie man sagt. Nun, dein junger Freund normalerweise wird hier. Ich bin in letzter Zeit ein wenig kränklich. Ich hätte gerne einen Du-Spacken. Du willst einen Lebenspilz von mir? Du weißt schon, nur für den Notfall. Ich muss einen haben. Ich bitte, finde einen für mich. Du solltest welche in ausgewählten Fachläden finden. Bitte beeile dich, ich fühle mich gar nicht gut. Versprichst du mir, dass du bald zurückkommst? Ja, ja. Gut, und das ist der Punkt, an dem wir aufhören werden zu questen, weil so ein Lebenspilz ist teuer. Und die Lebenspilze sind auch meine, ne? Ich will das nur mal festhalten. Lebenspilz, meiner. Ja. Keine Frage. Und ich bin der Ansicht, dass man, wenn man wirklich gut umgeht mit den Items, auch keine Probleme damit hat, Lebenspilze nicht einsetzen zu müssen, sondern auch die Möglichkeit hat, zu wählen, wann man solche Lebenspilze einsetzt. So, was haben wir denn überhaupt? Lässt sich nicht öffnen, muss von innen verschlossen sein. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo wir gerade storytechnisch weitermachen sollen. Null. Das ist schon irgendwie ein bisschen krass. So, hier war doch irgendwie, genau, die haben irgendwas gemeckert. Der Ladenbesitzer hat gemeckert. War der Laden hier rechts? Ja. Der hat in jedem Falle gemeckert. Ich glaube, ich muss noch irgendwas triggern, bevor ich... Oh, Mario, entscheide mein Lagerschlüssel. Laden, nicht Lagerraum. Was soll ich denn bloß tun? Ja. Wir haben jetzt so viele Plagen hier und... War da Quizmo? Nein. Dieser Typ da im Hintergrund sieht immer ein bisschen aus wie Quizmo, finde ich. Aber gut. Waren wir im Hafen schon mal? Vielleicht gibt es im Hafen ja noch irgendeinen Shy Guy-Vorfall. Ja, nein? Hier, im Club. Hier waren wir übrigens auch noch nie drin. Was auch immer du hier bist. Gut, dass du, dass keiner dieser Shy Guys zu uns kommt. Kunden alleine kommen allerdings auch keine. Die Leute haben einfach keine Lust, sich mit den Zeiten wie diesen zu vergnügen. Ich hab's langsam satt, ständig Gläser zu polieren, die niemand benutzt. Kann man verstehen. So, ein schäbiger Club. Vor allen Dingen, habt ihr gesehen, wie groß das Haus von innen war und wie groß das Haus von außen ist? Gut proportioniert. Respekt dafür. Hey, siehst du das inselähnliche Ding dort drüben? Ich habe es beobachtet. Von Zeit zu Zeit scheint es sich zu bewegen. Wie spukig. Ich frage mich gerade, was es wohl sein mag. Da werden wir später auch noch zu kommen. Moment. Hier oben habe ich doch was gesehen. Moment. Wie komme ich denn da hoch? Hier oben ist doch so ein Schatten. Das sieht doch jeder. Da müssen wir doch irgendwie
ran. Ah ja, ich glaube, ich sehe was. Hier durch und dann hier. Na, was? Ne, hier links durch und dann hier durch. Ah ja, interessant. So, wie hier ist nichts Gutes drin. Ah, wow. Für die Münzvorräte, die einem hier immer wieder ausgehen. Das ist so herrlich. Naja. Aber wie gesagt, das mit den, wow. das mit den, ja, mit dem Geld verdienen, das ist einfach eine unglaublich coole Sache. Ich meine, manche kriegen es mit YouTube hin. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Spur cooler. Mittagsmenü, Seemannsleitgericht, Pilzpasta, Muschelsuppe, Schrimpsalat. Irgendwoher muss man noch mit Sicherheit auch noch so ein Kochbuch bekommen, wo man dann nach Rezept kochen kann. Also es wäre auf jeden Fall sinnvoll, sage ich mal. Hä? Moment. Leere Häuser sind immer ein bisschen ungut. Aha. Oh nein, es ist Mario. Ah. Ja, genau das nämlich. Hier irgendwo gab es, glaube ich... Was? Oh nein, es ist Mario. Ja, ja, ich habe es verstanden, dass die Shy Guys hier rein wollen. Warum sollten die Shy Guys hier reinkommen, wenn wir ein leeres Haus haben? Vielleicht, weil es hier eine versteckte Wand gibt? Nein. Oh nein, es ist Mario. Ja, ich habe verstanden. Was willst du denn? Gibt es hier irgendwas anderes? Eine Bodenplatte oder hier das? Hm. Also offensichtlich haben die Shy Guys hier was zu tun in diesem Haus. Auch wenn wir nicht so richtig kapieren, was. Ach ja. Hm, ich bin ja auch doof. Wir machen das so. Dann machen wir das so. Und jetzt warten wir. Lalala. Lalala. Interessant. Und damit können wir durch diese Tür hier gehen und